Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer anderen Folge von SteamWorld Quests. Ich nehme noch eine Folge auf, weil ich nicht wusste, ob ich jetzt nämlich auf Spiel beenden drücke. Steht da wirklich nicht gespeicherte Fortschritte, gehen dabei verloren. Und ich wollte ohne euch das Kapitel auch nicht starten, ja. Deswegen müssen wir leider noch eine Folge machen. Kapitel 3, auf zu den großen Helden. Hier wird Spiel gespeichert. Okay, also jetzt könnt ihr aufhören. Auf to see the heroes. Nein, wir machen weiter, ist schon okay. Auf zu den großen Helden. Okay, ich glaube, das war das letzte Feuer. Ich fühle mich wie ein ausgewrungenes Kleidungsstück, aus dem man das gesamte Wasser rausgequetscht hat. Das war großartig, Galeo. Wer bis zum Ende alles gibt, der ist ein echter Held. Das ist nicht jedem so wichtig wie dir, weißt du? Ich mache ein Nickerchen, weck mich einfach, wenn das Abendessen fertig ist. Wir haben keine Zeit zum Ausruhen, wir müssen herausfinden, wo die Gildenhelden sind. So sehr ich auch dagegen bin, in ein weiteres von Amelies Abenteuer verwickelt zu werden, sie hat recht. Die Gildenhelden werden vermisst und das Dorf wurde beinahe vollständig niedergebrannt. Und dann wäre noch diese Armee und ihr dunkler Lord. Oh, vielleicht ist noch jemand beim Gildenclub. Hm, das ist eine gute Idee und der schnellste Weg dorthin? Ich laufe nicht nochmal durch den Apfelgarten. Das letzte Mal wurde ich 9-mal gestochen. Die Bienen sind nervig, aber wir dürfen keine Zeit verlieren. Gehen wir. Vom Unglück verfolgt. Jetzt dürfte ich theoretisch nicht mehr links gehen. Oh, jetzt kann ich nicht mehr links. Doch, kann ich. Herrgott nochmal. Dieses Secret jedes Mal. Gezinkte Würfe. Jetzt kann ich aber nicht mehr weiter. Das ist dann nämlich Kapitel 2. Manchmal muss man einfach das Glück. Okay. Das hat etwas mit Crit zu tun. Das würde ich ihr geben. Weil sie hat manchmal diese Dreierangriffe. Und wenn jeder halt Chance hat, Huch. Guck mal, ich kann meine Helden wechseln. Ist ja witzig. Einfach zu kritten, das ist natürlich schon cool. Okay, mit E kann man also das Aussehen wechseln, ich finde. Nein, der ist der Beste. Für mich zumindest. Das heißt, also gibt es Bienen als Gegner. Hey, da ist wieder dieser Wagen. Hm, praktisch. Können wir jetzt nachsehen, ob sie geöffnet hat? Ich gebe zu, dass ich auch etwas neugierig bin. Ja, Zeit, etwas von unserer hart verdienten Beute auszugeben. Können wir Karten für Geld kaufen? Hallo? Geheimnisvolle Frau Ladenbesitzerin, sind Sie da? Ah, wenn das nicht die junge Ritterin aus den Wäldern mit ihrer gelehrten Freundin ist. Ihr sieht ein wenig mitgenommener aus als das letzte Mal, als wir uns sahen, obwohl ihr einen neuen Freund auf dem Weg gefunden zu haben scheint. Das ist eine beeindruckende Sammlung von Dingen, die sie hier haben. Oh, es gibt nichts Schöneres als eine anständige Sammlung. Kinkerlitzchen, Firlefanz und Schnickschnack. Schlichte Dinge, die in den Fingern einer alten Frau endeten. Nicht mehr und nicht weniger. Schwerter etwa auch? Ich mag Schwerter. Ach, siehst du, oder? Ausrüstung. Seht euch ruhig um. Ich bin sicher, ihr findet etwas, das euch gefällt. Händlerin. Die geheimnisvolle Reisehändlerin kann dich auf verschiedene Arten unterstützen. Neben der Möglichkeit, neue Ausrüstung und Vorräte zu kaufen, kannst du auch noch neue Karten für deine Helden herstellen und Karten in deinem Besitz verbessern. Das Inventar der Händlerin wächst mit der Zeit, also schau am besten jedes Mal vorbei, wenn du ihren Wagen siehst. Oh, Karten herstellen. Im Bildschirm Karten herstellen kannst du neue Karten herstellen, die du Materialien dafür aufwendest. Materialien erhältst du für gewöhnlich als Belohnung für gewonnene Kämpfe. Wenn du eine Karte herstellst, erhältst du je nach Karte 1 bis 4 Kopien dieser Karte. Du kannst immer noch entscheiden, wie viele dieser Kopien du in dein Deck stecken willst. Herstellbare Karten sind nur auf diesem Weg erhältlich und im Verlauf der Geschichte werden immer neue Karten zur Herstellung verfügbar gemacht. Schau also auf jeden Fall im Laden vorbei, wenn du ein neues Gebiet erreichst. Okay. Erhöht die Stärke aller Verbündeten und Abfangmanöver. Füge einem Gegner physischen Schaden zu und lass ihn unter Umständen zurückschrecken. Fügt einem Gegner Feuerschaden zu. Gehirnstarre fügt einem Gegner Frostschaden zu und verringert ihre Magie. Aber für die Heilkraft eines Verbündeten, Provokation, verspotten, ein Gegner. Ah, okay, verspotten ist sehr nice. Ah, dachte ich mir schon, dass er eine Verspottenfähigkeit hat. Belegt ein Gegner mit Gift. Oh, sehr lecker. Aber ich bin irgendwie noch nicht so. Erstmal möchte ich gerne mein Equipment verbessern. Ah, okay. Leider sinnlos. Das ist ganz cool, Gift. Wenn wir einen Bosskampf haben. Ich habe das und zahle halt das.
Und so beginnt es als Achievement erhalten. Machen wir einmal Dampfhorst weg, die haben die zu oft. Und vergiften kostet nichts, ne? Kostet tatsächlich null. Sie hat zwar eine Angabe, aber sie kostet null. Faszinierend. Drei Runden lang. Okay. Zack. Zack. Auf geht's durch den Apfel. Oh, ist das widerlich, Alter. Oh, ist das räudig. Habe ich ein Dingensen? Nee, war wahrscheinlich nicht. Nee. Nein, wir müssen sie tatsächlich warten, dass sie sich umdrehen. Ah, das ist voll widerlich. Ich hasse Wespen. Vor allem, warum haben die so einen Stachel? Ah! Oh, sie haben eine Schwäche gegen Frost. Gut zu wissen, ihr kleinen Drecksviecher. Schlüpfrig. Oh, Ausweichrate erhöht. Stachelbohrer. 3x6 Schaden. Ich überlege noch, was ich brauche gerade. Ach, komm schon. Ja, ich brauche ja Frost, oder? Na, wir holen uns mal ein paar Dampfkraftpunkte. Vor allem, ich greife den an, der ausweichen kann, ja. Ach, bin ich doof, ey. Schlüpferig. Sehr lecker. Mal gucken, was funktioniert. Also, sein Schlüpferig ist weg, okay. Der ist definitiv dead. Aber der. Und, Löwenherz. Aha! Das hätte nicht sein müssen. Naja, gut. Er muss ja auch mal ausweichen, ne, wenn er schon den Skill geskillt hat. 30 AV, oh, ich liebe dieses Level-System, voll geil. Gefällt mir super. Da hier rechts ein Gegner war und wir hier noch über Eingabe rüber können. Oh, da ist jemand. Wenn wir es mal links gehen und gucken, ob es hier noch was gibt. Ja. Verschwindet. What? Come on. Ich konnte sie gar nicht überwältigen, scheinbar. Na gut, jetzt haben wir drei Gegner davon. Interessant. Ja, wir verwenden natürlich ihre Anfälligkeit für Frost gegen sie. Schlüpferig. Naja, die gehen halt immer auf die Schwächsten. Da ist ein Tank, der kann das abhalten. Vergiften, oh, lecker. Wächter. Pups den an. Nö. Bienensturm. Ist das ein magischer Angriff? Ich denke schon, ne? Ja, sonst würde er wieder stehen. 18 Giftschaden. Wow, das ist viel. Ja! Oh, verfehlt. Das ist ja schade. Auf wen machst du Löwenherz? Okay, er wählt sich selber aus. Ah, ich spiel's voll geil. Könnte ich in einem Rutsch eigentlich durchspielen? Achso, könnte ich. Mach ich? Wer weiß.
So. Ach, uncool. Ach, noch mehr uncooler. Tapfer Schlag geht auf ihn. Der ist vergiftet. Ist das sinnvoll? Weiß nicht, auf wer auf was ging. Ach, egal, machen wir einfach mal. Ich glaube, das war sinnlos. Ich hätte es anders machen sollen. Egal. Oh, kritisch sogar, nice. Na, weil sie Glück hatte. Und sie hat Glück geskillt. Schlüpferig, war doch alles in Ordnung in der letzten Runde. Na, schau mal. Irgendeiner von den Angriffen wird schon sitzen. Nummer 1 verfehlt. Nummer 2 getroffen. Und beim dritten Mal hätte sie dreimal ausweichen müssen, die Hornisse. Oder die Wespe, weiß ich nicht, was das sein soll. 6 Schaden, 55 Leben. Alter, das sind so fette Buffs, jedes Level. Voll geil. Erhöht Kopernikas Magie 3 Runde. Lass es raus, haben wir ein Achievement bekommen. Lass es raus bedeutet, Moment, ich erkläre es euch. Wahrscheinlich das erste Mal eine Karte aus dem Dings bekommen, ne? Öffnet 10 Schatzungen, okay. Erhöht Kopernikas Magie 3 Runden lang um einen Rang und gewährt in den nächsten 2 Runden je 1 für dieses Nachziehen. Hab ich noch nicht ganz verstanden. Achso, Nachziehen ist das Reloaden, ne? Okay. Oh, Bücher weg, dafür kommt ein Fokus rein. Also das Reloaden hat das Refreshen von einer Karte. Und wir speichern automatisch jedes Mal, sobald wir über eine Map switchen. Na, seht ihr, Spiel gespeichert. Das ist Stein. Aber den kann man nicht kaputt machen. Oder? Nö. Der Cursor ändert sich auch, wenn hier irgendwas zu zerstören ist. Der wird dann so blinkig. Uff. Ich geh erstmal echt lang. Uff. Da sind aber 2. Oh, dachte ich. Huch. Feldmagier A und Feldmagier B. Ah, ich hätte auf den Magier gehofft, dass er den zweiten, den Magier angreift. Nicht einfach. Die werden stark, die Gegner. Die werden sehr stark. Wir müssen also schnell. Alter, 102? Warum macht der auf einmal. Achso, wenn er mehr Schaden bekommen hat, logisch. Und Heilung. Drohung. Chain! Wir gehen mal hier auf rohe Gewalt. Na, reicht es? Na, bedauerlich. Ein Löwen hat so verschwendet. Für diesen Mickerling. So, auf den ist es in Ordnung. Ah, Schaden geht runter. Na, machen wir unser Gigaton-Schlag. Bereiten wir den vor. Keine Kotte. Ah, Feiglinge. Vergiftet. Nice. 28.
Immer noch Konterhaltung? Naja, widerlich. Flicken, flicken wir mal. Ah, ihn selber. Hoch. Na gut. Ich weiß nicht, ob der Konter hier funktioniert. Ja, ekelhaft. Konterhaltung ist so ein langweiliger Trick, ey. Eieiei. Aber der hat keine Konterhaltung mehr. Ah, Skift hat ordentlich zugesetzt, muss ich sagen. Gefiel mir. Gefiel mir sehr gut. Der hat immer noch Konterhaltung, aber die können wir gleich mal auslösen. Konter? Zick! Ja, da haben sie noch zwei dazu geschlichen, die ich gar nicht gesehen habe. Sonst wäre der Kampf nicht so... Boah, 96 Erfahrung, holy moly. Sonst wäre der Kampf nicht so schwierig gewesen. Oh, dafür gibt es aber eine dicke, fette Belohnung. Spalten fügt dem Gegner 425% physischen Schaden zu. Wird der Gegner dabei verschrottet, allein alle anderen Gegner die verbleibende. Wow. 300 Goldstücke. Der kostet aber wahrscheinlich einen mehr, oder? Oh, der kostet 4. Aua. Autsch. Ja. Ich muss wahrscheinlich einen tapferen Schlag dafür wegmachen. Aber 102 Schaden schon gut. Ja, mal mit. Ist ganz super. Okay, Leute. Ich würde ja ganz gerne das tatsächlich einfach mal darauf ankommen lassen. Das Spiel ist gespeichert. Und einfach mal jetzt den Part beenden und auch das Spiel verlassen. Um zu gucken, ob er das gespeichert hat oder ob ich nur an der Heldenstatue speichern kann. Aber ich spiele wirklich bei. Eigentlich dürfte das nicht verloren sein. Wir probieren es aus. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von SteamWorld Quest. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao, ciao.